Hi, hier ist die Mia von Geeks Live Luxemburg und wir sitzen hier mit Revolution Smile auf der Couch im Backstage-Bereich. Cool. Auf der Contaco 2016. Hallo. Hallo. Hi. Wen haben wir denn hier sitzen? Ich bin die Jenny und die Gruppenleitung von Revolution Smile. Ja, ich bin die Sarah und ich unterstütze sie. Wie kam es denn überhaupt dazu, wie kam diese Gruppe hier zustande? Oh, also das ist eine etwas längere Geschichte. Wir hatten mal eine andere Showgruppe, die hatte sich aber aufgelöst 2009. Und ein paar alte Mitglieder haben gesagt, es ist eigentlich zu schade, aber wir es zu gerne machen. Und da haben wir uns halt nochmal so zusammengerottet und nochmal überlegt, was man so machen kann. Ja, und dann halt eben Mitglieder gesucht, weil wir dann, glaube ich, nur 4 oder 5 Leute damals waren. Ja, und dann kam dann halt innerhalb von 2 Jahren, haben wir es dann halt erst, weil wir halt so lange Mitglieder suchen mussten, halt geschafft, wieder ein neues Stück auf die Bühne zu stellen, ja. Wie viele Stücke habt ihr denn schon geschafft zu schreiben? Das ist jetzt das 5. oder? Ja, das 5. Ja. Genau. Und wie kommen euch dann die Ideen zu diesen Stücken? Also es ist eigentlich mal ganz unterschiedlich. Wir hatten unser allererstes Stück, war eine selbst ausgedachte Serie. Da haben wir einfach draus gemacht, worauf wir Lust hatten. Das zweite war dann Die Greyman, ja. Da haben wir halt überlegt, guck, der Anime ist nicht abgeschlossen, aber wo kann man denn vom Manga her vielleicht so ganz gut anschließen? Das nächste war halt wieder eine selbst ausgedachte Serie. Da setzen wir uns eigentlich immer in der Regel so zusammen und überlegen, hey, was kann man machen? Was für Charaktere möchte man reinbringen? Was für Musik und was für Bühnenbilder und dergleichen? Ja, und dann stimmen wir meistens in der Regel halt irgendwie so ab, welche Richtung das alles gehen soll, ob eher lustig, eher dramatisch. Ja, und dann entscheiden wir darauf halt hin. Ja, und K-Project war dann halt auch so, wir haben überlegt, was kann man so machen an Animes, Manga, was ist gerade relativ aktuell oder was ist ein schöner Klassiker, was kann man mit der Anzahl an Mitgliedern, die wir gerade haben, halt auf die Bühne bringen. Ja, und dann haben wir uns halt für K-Project entschieden und ja, dann haben wir halt auch, wie gesagt, zusammengesetzt, überlegt, wie grob die Story sein soll und dann halt Skript geschrieben und los geht's. Cool, und wie lange cosplayt ihr schon im Privaten? Bei mir glaube ich so 2005, 2006 um den Dreh, ja. Bei mir ist es ein bisschen später, 2009, genau. Und was habt ihr denn überhaupt so privat gecosplayt, wenn man fragen darf? Och, alles Mögliche. Also bei mir ist es auffällig, dass ich in der Regel fast immer nur irgendwelche männlichen Rollen mache, von sei es halt Kanda aus The Greyman, Shaolan aus The Chronicles, Sportanime, Kurokono Basket, Aomina habe ich gemacht. Aber halt auch 1-2 Frauen, aber mehr so aus Games, zum Beispiel Seffi aus Magna Carta 2, Akane aus Ranma, relativ aktuell, ja, das ist halt alles mögliche aus Spielen, Anime und Manga, also. Ja, ich bin mehr so anders, ich habe eigentlich ja immer die Frauen gehabt, viel auch aus Spiele, so Final Fantasy 13 habe ich die Vanille mehrmals jetzt auch gehabt von Avatar, Toph. Zu den Männern bin ich eigentlich nur durch die Showgruppe gekommen. Ich habe vorher immer nur Frauen gemacht und dann kam K-Project und dann wurde mir gesagt, hey, du machst die Rolle, ist das ein Mann? Ja, okay. Und jetzt bin ich wieder ein Mann und ja, aber das ist auch okay. Ja, bei K-Project, da ist ja auch so die Sache, da gibt es eben gar nicht so viele weibliche Charaktere, ne? Eben. Gut, zurück zu eurer Gruppe. Wie fallen euch denn überhaupt die Tänze ein? Habt ihr auch einen extra Choreografen, die sich damit Tanz sehr gut auskennt oder wie macht ihr das? Ach, das ist eigentlich, also ich mache relativ viele Choreos, weil ich das auch einfach gerne mache, habe aber keine Tanzausbildung oder dergleichen gemacht. Ich habe mal Jazzdance kurz, so glaube ich 2 Jahre gemacht. Ansonsten halt mal Kurse, Tanzkurse, das mache ich immer ganz gerne. Aber in der Regel einfach mal hinsetzen, Musik hören, mal überlegen. Ansonsten so größere Choreos, beziehungsweise wenn da Partnertänze sind, macht man natürlich irgendwie zu zweit, zu dritt oder halt eben in einer ganzen Gruppe. Und das Gleiche ist auch, wir haben ja auch Kampfchoreo und das geht natürlich auch irgendwie nur zusammen. Dementsprechend, wir treffen uns einmal die Woche zum Trainieren und dann wird dann halt zusammen überlegt, was kann man machen, was sieht gut aus. Ja, und manche Sachen mache ich dann halt eben zu Hause an Choreos. Gut, und wie oft tretet ihr denn auf? Das kommt nach Con an und wie wir halt angenommen werden auch. Also wir bewerben uns relativ viel und auch relativ weit weg. Wir sind ja jetzt auch hier 3,5 Stunden hingefahren. Ja, und dann kommt es natürlich darauf an, ob das Stück halt gefällt oder unser Bewerbungsvideo, ob es halt in die Con reinpasst. Ja, und dann jetzt ist das jetzt unser 3. Auftritt und dann haben wir noch 2 haben wir noch, genau. Und dann, ja, mal gucken. Dann kommt ja nächste Saison, kann man ja sagen. Und dann müsste man ja eigentlich schon wieder mit neuem Stück loslegen, ja. Cool, und was ist denn euer persönliches Lieblingsstück bis jetzt? Oh, also ich glaube, ich würde sagen, K-Project ist mein Lieblingsstück, wo ich die Greyman
auch sehr gut fand. Also. Ja, also ich bin erst, ja, ich habe 3 Stücke mitgemacht, bei dem anderen bin ich so reingesprungen. Ich weiß nicht, also ich würde fast sagen Wolf's Rain, also unser aktuelles Stück, weil das ist halt sehr, also viele Facetten, sag ich mal, da sind viele Sachen drin und ist auch ein bisschen länger als unsere Stücke davor und ich glaube, ich würde zu Wolf's Rain tendieren. Auf welchen Cons tretet ihr denn jetzt noch dieses Jahr auf? Also wir haben noch einmal die NISA-Con, auf der wir auftreten, aber mit unserem alten Stück. Mit Cape Protest sind wir das allerletzte Mal unterwegs. Und dann haben wir noch die Shizuo in Dortmund, da treten wir wieder mit Wurfstein auf. Cool. Dann jetzt noch, wie findet man euch jetzt über Internet oder so? Also man findet es auf jeden Fall unter Facebook, einfach Revolution Smile eingeben, dann kommen wir ja eigentlich schon direkt. Wir haben auch eine Homepage, das kann Simon ganz wunderschön sagen. Ja, das ist revolution-smile.npage.de. Und wir haben Twitter, das ist rs-filu. Ja, und auf YouTube kann man uns eigentlich auch, dann haben wir auch einen Kanal, aber weil halt immer ein bisschen schwierig ist mit Musik, wegen GEMA und so sind es halt nicht immer alle Stücke halt drauf, weil es auch manchmal einfach gesperrt wird. Aber ja, in der Regel, wenn wir halt Videomaterial haben oder Trailer oder sowas, dann laden wir es, wenn es halt musiktechnisch möglich ist, auch eben hoch und dann kann man sich das auch auf YouTube angucken. Cool, dann bedanke ich mich herzlich für das Interview und noch viel Spaß auf der Contaco. Ja, vielen Dank. Dankeschön. I'm not sure what you're doing, so I'm here, I said it. I hope she's a great hater, yeah, I'll see you.